Das war sozusagen gleich am Anfang bei der zweiten Plenarwoche in Straßburg, als Frau von der Leyen gewählt wurde und ich mit einem Tagesordnungspunkt dafür geworben habe, dass wir künftig als Politiker grundsätzlich, wie Formel-1-Rennfahrer letztlich auch, transparent machen, für wen wir eigentlich arbeiten, also quasi Werbung machen auch. Ich war damals bei dieser Aktion unfassbar aufgeregt. Ich erinnere mich noch, wie laut mein Herz gepocht hat. Das ist ja ein Live-Moment in einer Situation, die ich überhaupt nicht beherrschen kann. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Ich war unfassbar aufgeregt. Das hier wäre der Ansatz. So. Also geht ja um Transparenz. Onorevole Caspari, prego.